So, hallo und herzlich willkommen bei der gefühlten 385.971.700.000. Bei der gefühlten 385.791. Aufnahme von Metal Blob Solid, die ihr alle natürlich nicht seht. Weil es im Endeffekt ja jetzt nur noch um den Bossfight geht. Ich werde das jetzt auch größtenteils unkommentiert lassen, einfach weil ich natürlich versuche, den Boss zu besiegen und ich euch gar nicht diese 15 Millionen Folgen überlangweilen möchte. Na, komm her. Hey, das könnte diesmal echt was werden, unglaublich. Oh. Shit, die Karte verpasst. Na komm, erwisch dich. Ui, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Hey! Ui! Endlich, 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 endlich. Also wie gesagt, das war jetzt ungefähr die 785. Folge. Wir zerlegen hier natürlich jetzt dieses Raumstation. Bob's Weaponry finally found its mark and with a large snapping sound, Geldof's shield collapsed. The next bullet penetrated the evil machine's light armor before ripping its way through hundreds of pieces of circuitry. With a cry of pain and fury, Geldof realized it's under blah blah blah. At the same time as Geldof spun away across the commander's bridge floor, the dynamite Bob had planted around the station began to go off. Evacuation warnings began sounding all around it to adversaries, but for Geldof the future has already been decided. So, with one last look to the malfunctioning metal blob, Bob gathered up the reality crystal and activated his long-range teleport system. He was sure that despite everything being beyond the evil blah 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 control, Geldof had given Blob one last dare of contempt before he vanished from the whatever. Arriving back in the grasslands of his home, Bob was greeted by rapturous applause and cheers from fellow soldiers and the Mias he had managed to save. The cheers paused for a few brief seconds as blah light turned all of their attention to the sky, then as they saw the alien station explode. Bob had done much more that day
then just defeated an alien leader and saving his fellow Bobs, he had given the entire race hope. Hope that, after a lifetime of war, the Blobs could vanquish an alien blah blah blah. Return to a world of peace without destruction. Bob had showed them how to blah. However, even without their leader, the aliens were still great in number and had bases and control points all around the world. Even now, the aliens would be regrouping and refocusing their efforts on the conquest of the Blobs and the retrieval of the crystals and the mysteries they contain. Once the celebration continued, there was little doubt in Bob's mind that this war was far from over. But from what he has seen, he was seeing and hearing right now, he was very certain of one thing. There were still many battles to be fought, and when the next one came, the aliens was of Emma, and so would the Blobs. Gut, also offensichtlich macht es keinen Sinn für mich, den Spaß langsam zu übersetzen. Eventuell kann ich sowas nachreichen. Hier sehen wir jetzt noch hier Steven Sweeney, war der Hauptprogrammierer. Sein Bruder offensichtlich, Richard Sweeney, hat zusätzliche Sachen programmiert. Grafiken von Steven Sweeney, Richard Sweeney und Sarah Dunn. Produktionssoftware, Linux Mandrake 10, KDE 3.2, GNU GCC, also C++ Compiler, beziehungsweise, ja, C Compiler, Upsale, Kate, PoffRay, KPoff Modeller, GIMP, Quality Assurance und Draht, Steven Marchesin, Henning, Jürgen, bla 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 bla. Wow, das kann ich alles gar nicht lesen. Porting und Patches, Luis, Richard June, Buzz Vinion, was auch immer, Musik, Helmet Shake, For a Friend, Kommando, Du Viking, Thug Life, Daisy Chain, Condom Corruption, Ice Cave, Doctor Must Die, A Friend Has Died, Ice World, Circuit Overload, Sweet Dreams, Autumn's Dawning, Special Thanks to seinen Eltern und ihre Ermutigungen zu dem Projekt The Little Yellow Walls, also die kleinen gelben Bälle. Debian Community und so weiter und so fort. So. Natürlich ganz wichtig, alle Charaktere, Namen innerhalb des Spiels sind urheberrechtlich und markenrechtlich geschützt und Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Sie sind in keinster Weise irgendwie mit Blob Wars oder Parallel Realities assoziiert und so weiter und so fort. Und während ich mir das hier gerade so angucke und überlege und im Nachhinein sehe, frage ich mich ein bisschen, dieser ganze Content, der da generiert wurde. Weil ich habe jetzt natürlich bei Steven J. Sweeney nachgefragt, ob ich das hier let's playen darf, aber bei diesen ganzen anderen Content-Generierern nicht. Insofern ist das natürlich ein bisschen kritisch. Naja, wie auch immer, wir sind jedenfalls durch. Und ich bin auch fertig mit den Nerven. Hat lang genug gedauert. Schön jedenfalls, dass ich es endlich geschafft habe. Und mal schauen, was ich als nächstes spiele. Ich bedanke mich jedenfalls für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch viel Spaß und ich hoffe, euch hat das Spiel ein bisschen gefallen. Ich werde irgendwann natürlich hier
Blob Wars die nächste Episode machen, Blob and Conquer. Allerdings werde ich das jetzt natürlich nicht jetzt sofort machen, sondern erst in absehbarer Zeit. Ich bedanke mich, wie gesagt, für die Aufmerksamkeit und mal schauen, was als nächstes kommt. Ja. So. Ist interessant, dass hier gerade dieser Nullpunkt, dieser Schlusspunkt relativ schwierig zu ziehen ist. Ich tue mir jetzt ein bisschen schwer, einfach auszuschalten und zu sagen, Jungs, ich hab's geschafft. Und Mädels. Sofern wir jetzt zuschauen. Und bam. Ja. Naja, egal, hilft ja alles nichts. Ich meine, das Spiel ist rum. Fertig aus, Ende Gelände. Ich meine, ich könnte jetzt natürlich sagen, wir spielen das Spiel nochmal auf einer schwierigeren Stufe, aber ihr kennt's jetzt. Und ist ja auch nicht nötig. Und ich meine, so schlecht wie ich war, hätte ich den Bossfight wahrscheinlich auch dann nicht mehr so großartig geschafft. Nun gut, wie auch immer, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.